Willkommen zu einem neuen Video. Heute ausgegebenen Anlass aus der Küche. Ich wollte heute mal die Zeit nutzen und meinen UL-Tackle ein bisschen vorstellen, welche Routen ich fische, welche Kisten ich benutze, Kühlboxen, Kescher, Köder, Spoons, Haken. Ich verwende zwei Routen von der Firma Cemex. Das sind beides die Impressive-Routen. Einmal die S702 XUL und dann einmal das Modell als 732 UL. Die eine ist 1,98 lang, die eine 2,13 Meter. Ich fische beide Routen sowohl fürs Gummifischen wie auch für das Angeln mit Spoon. Habe dabei keinen großen Unterschied gemerkt, da ich die Fische relativ gut drillen konnte und auch die Bisserkennung einwandfrei war. Auf beiden Routen habe ich die Shimano Vanquish drauf. Auf der etwas kleineren Route habe ich das 16er Modell als C2000S mit einer 0,03 mm geflochtenen von YGK. Auf der zweiten, der längeren Route, habe ich das neuere Modell drauf. Das ist die Vanquish 19 als C2000S mit einer Nanofil geflochtener 0,6 in grün. Meine nächsten beiden UL-Routen sind von Gamagatsu, die Areria Tri, einmal in 60 UL und einmal in 60 XUL. Die verwende ich, die etwas schwerere bis 7 Gramm, eher zum Spoonfischen mit größeren Spoons ab 3,5 bis 4 Gramm. Hier habe ich die Shimano Soare drauf, als BB 2000 HGS. Die Besetzung ist was höher, die meisten fischen die Soare in kleineren getriebenen Besetzungen, aber für Spoon ist es eigentlich ganz okay, für Gummifischen wäre es wahrscheinlich was grenzwertig. Hier habe ich drauf auf der die geflochtene 0,5 von Colmic, das ist die Weber X4 in Orange. Wie gesagt, die nehme ich eher zum Spoonfischen. Die zweite, die etwas leichtere Gamagatsu. Das ist die 60 XUL. Die haben beide eine Länge von 1,80 m. Muss ich gerade mal gucken, müssten beide 1,80 sein. Ja, beide 1,80 m. Die zweite, etwas leichtere, die fische ich mit einem Poplar. Und dann meistens einen kleinen Gummi. Hier habe ich jetzt den Bushi drauf in 40 mm. Die ist recht leicht, haben beide eine vollparabolische Aktion. Auch hier habe ich die Soare von Shimano drauf, BB 2000 HGS. Da ich die Routen fast aktiv hier nicht fische, beziehungsweise die eine mit dem Poplar, ist dann auch die Übersetzung halb so wild. Das waren die beiden Routen, mit denen mein ganzes UL-Geschehen anfing. Immer noch gern geangelt und heiß geliebt. Bei der letzten vorgestellten Route fische ich eine 0,14er monofile Schnur, da ich ein bisschen mehr Dehnung brauche bei der Angelei mit dem Poplar und habe hier quasi eine GTM von Stroff drauf. Ja. Als passive Route habe ich meistens meine Grundroute dabei. Die stört am wenigsten, die kann man irgendwo auf die Seite legen oder weiter raus. Man kommt damit, sag ich mal, zu 99% eigentlich beim Schleppen oder beim UL-Fischen nicht in Berührung oder in die Quere. Ich habe jetzt hier eine Browning-Route, das ist eine Pellet Wegler, 3,30 lang, 20 Gramm Wurfgewicht, hat eine schöne Aktion, eher so eine Spitzenaktion, keine vollparabolische, federt wunderbar große Forellen ab, habe auch da schon mit Karpfen oder größere Weißfische mitgefangen, gar kein Problem. In Kombination mit einer Freilaufrolle, hier habe ich jetzt eine Shimano X-Aero 4000er. Mit einer Tubertini-Schnur in Schwarz, 0,18. Die Schnur hat die Eigenschaft, die geht langsam runter auf Grund und bleibt auch liegen. Die kommt eigentlich aus dem Fiederbereich. Und daher bin ich damit hoch zufrieden. Die Schnur legt sich schön auf Grund, schwebt nicht irgendwo im Halbwasser rum und macht damit auch keine Probleme, wenn man mit anderen Routen drumherum fischen will. Die Route verwende ich meistens mit dem Bodentaster von 8 bis für größere Seen maximal 30 Gramm. 2 Meter Vorfach in 0,16 oder 0,18 mit Fluorcarbon.
und je nachdem dann passend dazu die Hakengröße ausgewählt. Wo ich auch immer sehr oft gefragt werde, ist, welchen Kescherstab ich verwende. Ich habe hier meinen Kescherstab, der ist aus dem Karpfenbereich auch, von Sportex, die kann man auch von vielen anderen Firmen holen. Ich zeige jetzt nur die Sachen, die ich verwende. Der ist 1,80, 1,60 ungefähr lang. Dazu habe ich dann einen Kescherkopf. Hier habe ich jetzt einen von Spro aus der Forellenserie. Die Aufnahmen der Gewinde passen 1:1 mit denen aus dem Karpfenbereich überein. Kann man wunderbar kombinieren. Wie gesagt, es ist oder der Vorteil bei dem Kescherstab ist, er ist halt nicht so ein Wabbelstock wie die anderen, die man meistens kriegt. Ich habe gern, dass man einen Fisch beim Drillen vernünftig zum Kescher führen kann. Dazu muss aber auch der Kescher ein bisschen dem Fisch entgegengehen, beziehungsweise stabil da sein, wo ich ihn auch brauche. Wenn der Fisch mal kurzfristig nach links oder rechts zieht, muss ich auch dementsprechend mit dem Kescher reagieren können, ohne dass der zeitverzögert durch die Aktion, weil er halt zu weich ist, erst 5 Sekunden später ankommt, wo ich ihn brauche. Daher kann ich aus meiner Erfahrung nur empfehlen, holt euch einen Karpfenkescher-Stiel, Stock, der ist, wie gesagt, gut zu führen, ist auch sehr leicht, ist vom Packmaß geht es eigentlich auch noch. Ist jetzt leider nicht teleskopierbar, die gibt es wohl auch oder steckbar. Und daher meine Empfehlung, holt euch für größere Forellen, wenn ihr irgendwo nach Dänemark fahrt oder an großen Lachsforellen sehen, wo rein große Fische besetzt werden, holt euch so einen Kescherstab, der ist stabiler. Habt ihr mehr Freude dran und könnt die Fische vernünftig drillen. Dass man einen Kescher nicht am Kescherstiel bzw. den Fisch hochhebt, ist auch klar. Man sollte dann den Kescherkopf anpacken, hochheben, sonst macht es auch der beste und teuerste oder stabilste Kescherstab irgendwann nicht mehr mit und geht in die Knie. Daher holt euch einen vernünftigen Kescherstab, dann ist auch kein Problem mit dem Keschern. Wir kommen jetzt zum Hauptteil bzw. zu meiner Angelkiste. Die ist eine Maiho 7070. Ich habe mir hier noch ein paar Anbauteile dran gemacht, wie die Rutenhalter. Nebendran das Aufbewahrungsfach für Boxen bzw. Utensilien wie Totschläger, Messer, Hakenlöser. Ich fange mit der Kiste selber an. Im oberen Fach habe ich mir die Area Lab reingemacht, nur für den oberen Deckel wohlgemerkt. Ist einwandfrei zu benutzen. Man kann den Deckel wunderbar hinten dran klipsen, ist nicht im Weg. Passen mehr wie 100 Spoons rein, wenn man sie je nachdem vernünftig aufhängt. Das ist zu dem Deckel zu sagen. Ansonsten habe ich hier noch drin, ich tue mir gerade die Kiste ein bisschen kippen, dann kann man es besser sehen, habe ich noch meine Utensilien drin, teilweise schon Gummiköder vorbereitet, meine Hakenboxen. Hier zum Beispiel vorgefertigte Haken, direkt schon griffbereit, mit und ohne Tangstenkopf, je nachdem wie ich sie brauche, verschiedene Größen. Dann Schere, Nagelklipser fürs feine Abschneiden, wenn es ein bisschen genauer sein muss. Dann, was auf keinen Fall einem in der Box fehlen sollte heutzutage, für die feinen Schnüre zu knoten, der Knotentool. Gibt es auch in verschiedenen Preislagen. Ich habe mir einen günstigen geholt, der tut es allemal. Wunderbar, möchte ich nicht mehr missen, gerade für die Schnüre um die 0,3 bis 0,06 oder 0,03 bis 0,06. Wirklich top. Dann eine kleine Sprengringzange. Wunderbar für kleine Sprengringe zu tauschen. Dann habe ich nochmal so eine kleine Split-Foam-Box mit ein bisschen Kleinkram-Utensilien. Hier kommen auch noch demnächst Haken rein. Vorgefertigte UV-Lampe, heute auch nicht mehr wegzudenken aus der Angelbox im UL-Bereich. Kopflampe für morgens, wie gesagt, ein paar vorgefertigte Gummis schon direkt griffbereit, um morgens beim Wechsel auch keine Zeit zu verschenken. Gängigsten Farben sind meistens vorbereitet zum direkten Einsatz. So, das wäre die obere Lade. Dann, wenn ich hier aufmache, habe ich dann nochmal eine Box mit vorgefertigten Haken. Auf den beiden Seiten verschiedene Größen, verschiedene Tangstenfarben, Köpfe, Hakenformen.
Da habe ich mir vor 3 Wochen ungefähr das erste Mal Handschuhe geholt, noch nicht einmal probiert damit zu angeln, weil ich einfach aktuell noch das Gefühl brauche, direkter mit der Rute oder mit dem Fisch verbunden zu sein. Das ist wie beim Arbeiten, manche können mit Handschuhen arbeiten, manche können es nicht. Daher, ich habe sie da, wenn ich sie brauche, benutze ich sie, ansonsten sind sie erstmal auf jeden Fall in der Box. Dann kommen wir zum Innenleben der Boxen. Hier habe ich ein paar Bobbler, ein paar gepreisten Durchlaufblinker, schon vorgefertigt. Weil ich am See nicht so die Zeit habe, jedes Mal umzubasteln, habe ich mir die mit einem circa 1/2 Meter Vorfach direkt schon fertig gemacht. Sind überall Einzelhaken dran. So kann man halt schneller tauschen. Wenn ich jetzt ein reiner Durchlaufblinker Fischer wäre, würde ich mit Sicherheit jedes Mal neu anknoten. Aber für einen schnellen Einsatz zum Tauschen ist mir das so lieber. Verschiedene Wobbler. Teilweise muss ich dabei sagen, sind es auch China-Wobbler, die ich mal getestet habe. Diese Pelletteile. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Erfahrung mit, die mal wirklich durchgängig zu testen, um auch mal einen vernünftigen Kommentar dazu abzugeben. Dann die gängigen, die kennt man ja, Masu-Wobbler, ein paar Ilex-Wobbler sind drin. Aber es ist nur eine kleine Auswahl, weil ich hauptsächlich mit Spoon und Gummi fische. So, dann kommen wir auch schon zu den Gummis. Hier habe ich meine Mirax drin. Das sind die 70er-Dose. Geruchsaroma oder Aroma generell fische ich am liebsten Bubblegum, Pellet mittlerweile ganz gerne und die älteren, die ich halt, wo die Farben schon mal aus waren in den Shops, habe ich mir Knoblauch geholt. Geht, man kann sie abwaschen bzw. abtupfen. So riechen die Boxen auch, wenn verschiedene Aromen drin sind, aber nützt ja nichts, wollen ja Fische fangen. Einer meiner Favoriten, muss ich direkt dabei sagen, Schwarz-Orange. Das ist der Knaller. Also die geht wirklich einwandfrei, die Farbe. Der dreifarbige, beziehungsweise zweifarbige oder dreifarbige ist auch sehr gut. Schwarz, weiß, pink. Und ansonsten muss man halt wirklich jeden Tag testen, was gerade läuft. Das waren die 70er Mirax. Dann habe ich. Machen wir hier weiter. Hier habe ich die Boxster Fat drin. Auch einige Farben nur, weil ich da auch meine gängigsten Lieblingsfarben fische. Hier habe ich noch andere Köder wie von Ilex teilweise oder vom Dropshot Angeln. Die habe ich mal reingepackt zum Testen. Verschiedene Shad-Gummis noch, um einfach mal, falls auf diesen passiv geführteren Köder nichts geht, ein bisschen mehr Druck auch mit dem Paddelschwanz zu haben. Die sind auch fürs Dropshot Angeln geeignet, mit dem Spalt oben drin, die sind geschlitzt. Dann habe ich hier meine 50er Mirax. Hier sind auch dann teilweise die Gasper drin, die ich fische. Ja. Das sind auch schon welche von ProBaits mit dabei, da ich so ein bisschen den Platz auch mal nachgucken muss in den Boxen, weil mittlerweile, wenn man 4-5 Boxen drin hat, ist die Kiste voll und ich hatte vorher reine Boxen, entweder für ProBaits oder für die Yaras. Und mittlerweile tue ich auch mischen oder ich mache weniger rein, damit ich halt mehr Köder mitnehmen kann. Ja. Sieht dann so aus. Und dann habe ich hier noch meine ProBaits Gummis. Wie gesagt, das sind meine ProBaits, auch mit anderen Gummiködern von anderen Herstellern. Da habe ich mir so ein kleines Fach gemacht, damit ich die auch dabei habe. Sehr gut ist halt dieser Sweet Orange, der ist schon berühmt berüchtigt bei vielen. Dieser dreifarbige mit Orange, Weiß, Schwarz, auch wirklich top, gut mitgefangen schon. Und halt diese pinken, die sind auch einwandfrei, auch in 2 Farben. Wirklich top Köder. Viele fischen ja nur Yara oder nur ProBaits, ich fisch beides. Hab mit beiden schon gut gefangen und daher sehe ich da auch keinen Grund, warum man nur das eine oder andere fischen sollte. Die Köder geben ja, oder der Erfolg gibt den Ködern recht, wenn man auf beide seine Forellen fängt. Daher lege ich mich auf keinen von beiden Herstellern fest, benutze beide und komme auch damit bestens zurecht. Dann habe ich noch meine Fluorcarbon-Schnüre. Das ist von Nagashi, benutze ich die. Die haben, oder ich verwende Fluorcarbon zwischen 0,14 und 0,20, je nachdem, welche Forellen zu erwarten sind.
für mich eine der besten Schnüre. Relativ soft, kann man gut knoten, hohe Knotenfestigkeit. Und habe damit, glaube ich, bis jetzt in den 4 Jahren, wo ich die Schnüre nutze, glaube ich, noch nicht einen einzigen Fisch abgerissen. Also wenn, dann war es wirklich so, dass die ausgeschlitzt sind, aber abgerissen, wissentlich damit noch nicht. Sogar einen Fisch unter einer Baumwurzel, der festgehangen hat, der wirklich mit dem Kopf geschlagen hat, ohne Ende, konnte ich dann quasi zu Fuß mehr oder weniger ins Wasser, konnte ich mit der Hand landen. Der Fisch ist nicht abgerissen, obwohl das Vorfach sich mehrfach unten in eine Baumwurzel gewickelt hat. Also es hält wirklich Bombe. Dann habe ich noch kleine Utensilienboxen drin. Da sind dann teilweise Snaps drin oder Dreifachwirbel, je nachdem, dass man halt immer ein bisschen Kleinkram auch dabei hat, auch wenn man seine passive Route mal umbauen möchte und hat nicht nur UL-Zeug dabei. Ist für mich immer ganz wichtig, Pilotkugeln mitzuhaben, Gummistopper, Dreifachwirbel, einfache Wirbel. Dann habe ich noch eine Box. Dann habe ich ein paar Ersatz-Poppler-Poppler drin, ein paar Tungsten-Tröpfe und Ersatzhaken. Natürlich auch Sekundenkleber, falls mal ein Kopf schnell neu geklebt werden muss oder sonstiges Gerät gerade repariert werden sollte. Hier habe ich noch verschiedene Tauschhaken für Spoons. Die Gamaganzen verwende ich ganz gerne. Ich habe noch welche von Van Hook oder Van Fuck. Dann Ersatzsprengringe sollte man dabei haben, falls mal einer aufgeht, was mir auch schon passiert ist, leider Gottes. Größere, kleinere. Das war es jetzt eben zu dem Innenleben der Box. Außenrum habe ich auch noch einige Boxen dabei. Fangen wir auch noch mit den Gummiboxen an. Hier habe ich zum Beispiel eine Box mit dem Molly und dem Bruschi in 40 mm. Auch nur eine gewisse Anzahl an Farben, die ich erstmal immer teste, bevor ich mich dann in dem Sortiment erweitere, was Farben betrifft. Das sind die gängigsten Farben, die man eigentlich kennt und die auch schon gefangen haben. Die hole ich mir meistens zum Testen, falls ein neuer Köder rauskommt. Auch hier diese Farbauswahl. Bin damit bestens aufgestellt und kann dann auch sagen, ob ein Köder, der mir zusagt, ob ich da mich noch in der Farbpalette erweitere. Das gleiche habe ich auch mit dem Buffform gemacht. Ich habe dann hier welche in der großen Variante, in 60 mm. Habe die aber auch eine Nummer kleiner noch dabei, auch als Glow. Wie gesagt, hier habe ich den kleineren Buffform im Vergleich zu dem großen. Ups, nehme einen anderen, der ist gerade runtergefallen. So. Die Farbe verwende ich auch sehr gerne, schon super Fische mitgefangen, kann ich jedem nur empfehlen. Auch eine Topfarbe ist für mich das Schwarz-Orange. Die ist super, dann habe ich hier noch den Braunton, der wirklich gut fängt. Zumindest ist es meine Erfahrung. Und noch ein Ticken heller, dieses Hellbraun, ist auch super. Wie gesagt, 10 Angler, 10 Meinungen, jeder hat seine Lieblingsfarben, mit denen er fängt. Daher meine Meinung, andere haben eine andere und alle fangen ihre Fische. Hier habe ich eine Spoonbox bzw. ein Wallet von Waterland. Da habe ich auch so meine, sag ich mal, Lieblingsspoons mit drin. Da ist eine Auswahl von SV Fishing drin, verschiedene Köder. Ich komme mal gerade ein bisschen rum, da kann man die besser sehen. So, das sind halt so die gängigsten, mit denen ich halt immer starte oder anfange. Mittlerweile mein Lieblingsspoon geworden oder mein Lieblingslackierer, Kevin, Customized Fishing Gears, kennt man. Top Spoons, immer gut gefangen bis jetzt mit. Tagesform abhängig, wo die Forellen drauf gehen, verschiedene Farben, läuft eigentlich immer. Dann habe ich noch ein paar andere Stabblinker bzw. diese X-Lure Blinker, ein paar verschiedene mit UV aktiv. Habe mir jetzt aber welche geholt als Pellets in Rund- und in Zylinderform für größere Forellen, für Lachsforellen. Funktionieren gut, wenn die Forellen im Schwan schwimmen, im Sommer gehen auch relativ langsam unter und fangen wirklich gut. Für den Fisch zu versorgen habe ich natürlich auch mein Werkzeug oder meine Tools. Angefangen von der ganz normalen Zange, um die Köder rauszubekommen, über den
sag ich mal, Totschläger, um den Fisch zu betäuben. Holt euch ruhig einen vernünftigen, etwas größeren, massiven, dass die Fische auch nicht dann 20 Mal geprügelt werden müssen, bis sie betäubt sind. Ich habe hier auch noch einen von Spoh mit einer Klinge und mit einem langen Hakenlöser. Wirklich auch ein gutes Teil, bin ich überzeugt von. Man kommt halt relativ gut auch bei Lachsforellen relativ weit in den Schlund, um den Fisch abzuhaken. Und diese Verlängerung hier quasi macht schon viel aus. Vor allem, wenn ich bis dahin erstmal in dem Maulbereich bin und hier hinten habe ich dann der Teil, der in den Schlund geht hinten. Die Klinge habe ich mir vorne noch ein bisschen nachgeschliffen mit einem Wetzstein oder mit einem Schleifstein, damit die wirklich scharf ist und auch gut eindringt. Dann habe ich noch einen ganz normalen Hakenlöser. Wenn die mal den Gummiköder schlucken, dann kann man zumindest den Tangstenhaken vernünftig wieder rausholen. Zu guter Letzt habe ich noch mein selbstgebasteltes Ausnehmmesser. Der Bereich, den kann man ganz normal kaufen. Messer mit so einem Schutzplastik für drüber. Ist ein Rundklingenmesser, leicht rund angeschliffen. Hab mir dann quasi hier hinten einen Schlitz reingemacht, einen ganz normalen Teelöffel genommen und habe den mit Hülsenschrauben versenkt und einen Zwei-Komponentenkleber fixiert. Ist eine wunderbare Sache. Du kannst ausnehmen, drehst das Messer rum und kannst direkt in einem ausschaben. Also ich bin von dem Messer total überzeugt. Ist relativ schnell nachzubauen, dauert vielleicht maximal, wenn man das hier hinten mit einer Bügelsäge auftrennt, gerade die Sachen senkt. Also wenn man eine kleine Werkstatt hat, ist das eine Arbeit für maximal eine Stunde, dann ist es passiert und hat immer ein gutes Messergriff bereit, um den Fisch zu versorgen später. Was auch noch in meiner Box ist, habe ich immer dabei, so einen kleinen Bissanzeigerring für die passive Rute, wenn es mal schnell gehen muss oder ich habe den Popper draußen liegen und sehe das nicht, dann hänge ich den auch mit ein. Wenn die Schnur abzieht, kann man es hiermit wunderbar erkennen. Billigste Teil, 50 Cent maximal und ist manchmal echt Gold wert. Nach fast jedem Video, das ich irgendwie hochlade und rausbringe auf YouTube, kommt dann die Anfrage, was für eine Kühlbox verwendest du? Ich verwende eine Kühlbox von Ignesti. Ist eine Kühlbox, die hat 28 Liter. Die gibt es auch kleiner und auch größer. Wenn ich sie mir nochmal holen würde oder holen werde irgendwann die nächsten Jahr wahrscheinlich oder dieses Jahr vielleicht noch vor Dänemark, dann holt euch eine Box am besten mit 36 Liter. Die ist ein bisschen höher, ein bisschen breiter. Die Lachsforellen passen besser rein. Die Klappe oben ist gleich groß. Oder die Einführklappe für die Fische von oben, dass man nicht komplett aufmachen muss. Aber ansonsten bin ich von der Box absolut überzeugt. Die hat unten ein Sieb drin, das heißt im Hochsommer mache ich da wirklich Eisblöcke rein oder Crushed Eis. Und dann kann das Wasser unten durch so ein Ablaufventil, wenn es wegtaut, hast du kein Stauwasser drin unten, sondern das Wasser taut langsam ab und kann über dieses Ventil, wenn du die Kiste draußen auf der Wiese stehen hast, wegtauen oder ablaufen. Kostet ein bisschen mehr die Kiste, ist aber wirklich eine Anschaffung für, man muss es hochrechnen, ich habe die Kiste jetzt seit sechs Jahren. Nichts kaputt dran, einwandfrei, ist mir auch schon mal runtergefallen, ist sehr stabil, also die normalen Boxen, wenn die mal runterfallen, dann hast du irgendwo eine Ecke drin, eine Kitsche kaputt, platzt der Plastik auf. Also wie gesagt, ich bin von der Kiste total überzeugt, werde es mir wahrscheinlich noch dieses Jahr eine Nummer größer holen. Ganz große Eisboxen habe ich von Iglo, die klappbaren, diese großen blau-weißen Boxen. Aber wie gesagt, für die ganz normale Tagesangelei ist die Box schon wirklich top. Ich gebe die gerade mal nach vorne, da kann man hier oben sehen, ist quasi, wenn man hier den Hebel zieht, geht der Deckel auf und dann quasi den Fisch oder die Fische da oben einzuführen. Hat den Vorteil, die Box muss man nicht immer aufmachen, die Kühle bleibt erstmal drin. Oben durch das Loch kann nicht so viel Kälte entweichen oder Hitze eindringen, daher für mich die perfekte Sache. Der zweite Vorteil ist, ich kann hier oben über einen von meinen Schnellverschlüssen meine GoPro oben drauf setzen. Je nachdem, wie ich die hinstelle, kann ich da auch wunderbar von der Position aus filmen. Wie gesagt, daher ganz klare Geschichte. Die Box bekommt von mir auf jeden Fall 5 Sterne von 5. Einwandfreies Teil und nur empfehlbar oder empfehlenswert. Einzigster Nachteil ist, die Box ist wirklich schwer zu bekommen. Also guckt im Internet nach, guckt auch mal im italienischen eBay nach oder es gibt verschiedene Seiten, die haben die noch. In Deutschland ganz, ganz schwierig zu bekommen. Man muss halt googeln, Glück haben, dass sie gerade irgendwo wieder lieferbar ist und dann direkt zuschlagen.
Wer lange fackelt, hat dann keine Chance, eine zu bekommen. Wie gesagt, von mir ganz klar Daumen hoch für die Box. Eine Sache liegt mir echt noch am Herzen, und zwar aktuell sind ja viele Angelfachhändler oder auch Angelseebetreiber aufgrund dessen, dass halt zurzeit geschlossen ist oder nur eingeschränkter Dienst möglich ist, auch am Knabbern an der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Für meinen Teil, das habe ich auch diese Woche gemacht, habe ich mir Gutscheine besorgt für entweder Geburtstagskinder aus dem Familienkreis, Freundeskreis oder ich habe direkt online eingekauft bei den Händlern. Ich denke mal, jeder hat zu Hause irgendwas nachzufüllen, eventuell an Gummiködern, Spoons, die mal abgerissen sind, Schnur, Kleinkram. Es kommt schnell 20, 30, 50, 60 Euro zustande oder halt mehr. Unterstützt eure Händler gerade jetzt, wo es ein bisschen knapp ist in der Zeit. Das gleiche könnt ihr auch mit euren Angelseebetreibern machen. Wenn sie halt Gutscheine ausstellen, holt euch welche. Die Zeit wird kommen, wo wir ans Wasser können. Aktuell sind wir Brücken der wirtschaftlichen Schieflage der Seebetreiber, ist es halt eine kleine Unterstützung. Ich selber, wenn ich 50 Euro mir einen Gutschein holen würde oder für 30, hätte auch keine Bange, dass der Betreiber dann eventuell insolvent geht oder pleite macht. Wenn es so wäre, dann sind die 30 Euro, tun mir nicht weh aktuell. Wäre zwar schade, wenn es dann so wäre, aber ich kann zumindest sagen, ich habe versucht, meinen Angelseebetreiber oder meinen Angelfachgerätehändler zu unterstützen. Wir hoffen, dass alle gut durchkommen, dass wir uns dann gesund danach am Wasser oder am Angelladen wiedersehen. Das ist meine Meinung dazu. Wäre schön, wenn sie viele teilen würden und ihr damit auch eure Leute oder eure Freunde aus dem Angelkreis unterstützt. Ich hoffe, das Video hat euch aber trotzdem gefallen, auch wenn es keine Fische gab. Es war halt nur so ein allgemeiner, ja, so ein kleines Infovideo von mir, um euch mal zu zeigen, womit ich angel und was ich halt benutze drumherum. Wird vielleicht für den anderen interessant gewesen sein, für den anderen wahrscheinlich, der es schon länger betreibt. Die meisten kennen halt die Teile, die halt oft verwendet werden. Ich muss auch mal sagen, es muss nicht immer das Teuerste vom Teuersten sein. Ich habe auch angefangen mit relativ günstigem Equipment. Man muss es immer in Relation sehen. Bin ich ein Hobbyangler, der vielleicht im Jahr zwei, dreimal nur rausgeht? Bin ich jemand, der jede Woche oder jede zweite Woche angeln geht? Es ist für jeden Geldbeutel immer was dabei und es muss nicht immer Schrott sein. So, es ist, die anderen stehen eher auf High-End-Tackle, die geben dann auch schnell mal, wie gesagt, für eine Rolle 400, 500, 600 Euro aus oder mehr, je nachdem, wenn sie noch mit Customized-Sachen gepimpt werden, dann ist eine Rolle auch schnell mal 800, 900 Euro wert, ohne Probleme. Das gleiche ist bei Routen auch. Routen kriegst du, sag ich mal, im höheren Preissegment. Zwischen 250 und 1000 Euro ist gar kein Problem, die kann man heutzutage ausgeben. Man fängt wahrscheinlich damit nicht einen Fisch mehr, macht aber manchmal wirklich mehr Spaß. Mit leichterem Gerät, mit zuverlässigem Gerät. Wenn ich dran denke, dass so eine Rolle im höheren Preissegment, wenn wirklich ein Fisch auf dem Spoon drauf knallt, die läuft ohne Rucken einwandfrei an. Du hast direkt die Bremskraft mit einem sanften Anlauf und der Fisch hängt. Der kann sich nicht losschlagen oder durch den ersten Ruck die Schnur reißen. Das sind halt alles so Sachen, die muss jeder für sich selber entscheiden, was er halt bereit ist auszugeben und halt immer wichtig, wie man die Sache nutzen will. Wenn ich dann aber teilweise sehe, dass dann wirklich Angler dabei sind, die haben ein Gerät oder eine Ausstattung, die wirklich teuer ist und legen sie dann auf Split oder auf Kiesboden, der nass und dreckig ist, dann blutet mir das Herz. Ehrlich, ich kann es nicht verstehen. Ich gebe doch keine 1000 Euro für ein Set aus, für eine Rute und eine Rolle und lege die dann für eine 350 Gramm Forelle in den Split. Ehrlich, da habe ich kein Verständnis für. Man kann die Routen, die werden mit Sanfthandschuhen angepackt, zum See gebracht und dann landen sie dann doch im Dreck. Kann jeder machen, wie er mag, ist nicht meine Welt. Daher behandelt euer Zeug pfleglich und ihr habt lange Spaß dran. Wie gesagt, nicht das Teuerste vom Teuersten muss es sein, das liegt an einem selber. Aber wie gesagt, man fängt nicht unbedingt einen Fisch mehr, aber es macht einfach mehr Spaß. In diesem Sinne, bleibt gesund, geht dann wieder raus, wenn es Sinn macht. Das müsst ihr auch für euch selber entscheiden, ob es aktuell Sinn macht, sich irgendwo in den Fluss zu stellen. Es gibt Regeln, die sollte man einhalten und wir sehen uns alle nach der Krise gesund wieder am Wasser. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.